dann lasst uns mal gemeinsam herausfinden, in welchen Ärger uns dieses nutzlose Mädchen bringen wird. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Episode, ich denke 17, von Let's Play For You, Golden Sun, Grommi Mommi, das hier ist für dich. Nach Westen hat sie letztes Mal gesagt, ich habe jetzt 2-3 Tage nichts aufgenommen. War wieder einiges mehr mit Arbeiten beschäftigt und auch wenn ich die Zeit dazu hatte, zumindest ein bisschen, what the fuck, Bergfahrt, zumindest ein bisschen, Gott, ich hasse dich jetzt schon. Yeah, die Seidenstraße, Felsen blockieren die Straße. Meine Vision, sie wurde wahr. Seh mich an, ich bin eine besondere Schneeflocke, siehst du das nicht schon an meiner Haarfarbe? Hasu, hasu. Es hat keinen Sinn. Ich kann Jesus Stimme nicht hören. Weil er tot ist. Er hat den Freitod gewählt, weil er deine Scheiße nicht mehr ertragen hat. Was soll ich tun, Krieger? Soll ich nach Shion zurückkehren? Du hast recht, Krieger. Natürlich nicht. Ich muss Jesus finden. Ja, dann such mal unter diesen Steinbrocken. Oder steh einfach nur da und dreh deinen Kopf ein bisschen nach links und nach rechts. Und zwinker ab und an mal. Okay, du bist offiziell nutzlos. Und was haben wir hier? Norden, Mine von Altin, Westen, Lama-Tempel. Auf geht's, lassen wir sie komplett ignorieren. Ha, aber ich denke, ich kann hier erstmal was machen. Machen wir erstmal das hier. Also wie gesagt, ich hatte schon... Warte mal. Ah, ich hätte mal irgendwo pennen sollen. Hatte schon theoretisch die Möglichkeit dazu, aber... Ah jo, manchmal braucht man auch einen Ruhetag. Ich meine, ich habe noch andere Sachen aufgenommen, aber eigentlich will ich mich ja auf... größtenteils hier auf Golden Sun konzentrieren als Hauptprojekt gerade. Es ist immer so eine Stimmungssache manchmal. Und naja, ja, manchmal habe ich auch meine Tage, an denen ich einfach nichts machen möchte. Es ist ein bisschen... Ich weiß. Kraftbrot, was ist da denn los? Normalerweise kostet das voll viel im Laden. Komme ich hier irgendwie? Ne, da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Und wie komme ich jetzt hier rund? Ach, da drüben bei dem Mädel. Ja, das sind die Hormone, die mit mir verrückt spielen. Ich merke auch schon, wie meine Brüste wachsen. Okay, ich hätte es nicht sagen sollen. Das hat euch jetzt wahrscheinlich massiv feucht gemacht. Was gibt's hier auf eines? Bist du zum ersten Mal in Altin? Nein. Sieh doch nur, wie sehr sich Altin verändert hat. Du kannst hier nicht viel tun, bis sich das Wasser zurückgezogen hat. Tja, das denkst du, aber guck mal her, Spasti. Jetzt guck dir das mal an. Ja, das hättest du nicht gedacht. So, kann ich nicht viel tun? Leck mich am Arsch. Holy shit, willkommen in Venedig. Boah, ich war noch nie in Venedig. Wie können diese Kreaturen nur so viel Wasser speien? Welche Kreaturen? Ich kann nichts sehen. Wie schrecklich, mein Haus ist ganz und gar von Monsterspucke bedeckt. Darauf stehst du doch, du kleines Luder. So, Mädel, was sagst du? Du bist wie Schwester Joy, dich gibt's überall. Dieses Gesicht habe ich schon mindestens 10 Mal gesehen. Oh nein, was soll ich tun, wenn all meine Waren aufgeweicht sind? Weiß ich nicht. Selbst die Mine steht unter Wasser, niemand kann sie betreten. Das wollen wir mal sehen, alter Mann. Ich find's so passend, wie der alte Mann bei den Grabsteinen rumläuft. Als ob er weiß, was ihn als nächstes erwartet. Wenn wir die Monster besiegen könnten, würde auch das Wasser verschwinden, okay. Nein. Hallo. Ich möchte mit dem Stein reden. Kann aber nichts finden, okay. Boah, guck dir mal an, wenn man die so im Profil sieht, die hat richtig große Brüste. Können das Wasser in dieser Monsterspein nicht trinken? Das ist ja eklig. Warum schlägt denn jemand diese Viecher? Ha. Also ich nehme mal an, wenn ich den ersten töte, dann wird die erste Schicht weiter runtergehen. Aber wir pennen jetzt erstmal hier am Inn. Dadurch, dass ich jetzt... Ich würde alles dafür geben, wenn jemand Altin wieder einen alten Glanz erstrahlen ließe. Ihr scheint noch sehr jung zu sein, aber wenn ihr wahre Krieger seid, dann bitte helft uns. Oh, such ja auch an, ja. Verkäufer, ich weiß, sobald das Wasser zurückgegangen ist. Womit haben wir nur... Oh mein Gott, was nutzloser Mann. Könnt ihr uns helfen, junge Krieger? Könnt ihr uns bitte helfen, junge Krieger? Wir tun absolut nichts für euch und ihr kriegt auch keine Belohnung. Ich koche gutes Essen.
Kann ich auch, Junge. Kann ich auch. Hm, 48 Menschen. Ja, ich bin gerade ein bisschen geizig. Also, ja doch. Ja, es geht schon. So. Also. Was hast du zu sagen? Altin litt immer unter Wasser machen und jetzt ist alles überflutet. Wenn es um Wasser geht, haben wir wohl Pech. Ich finde es auch gut, dass einer von denen weiß, dass man das Wasser hier nicht trinken kann. Also hat er schon probiert, die Monsterspucke zu trinken. Mein Laden ist abgesoffen. Ich möchte gerne Rüstung verkaufen. Aber leider. So. So, womit ich das Ding vertrieben habe. Okay, auf geht's. Berge von Altin. Ich hätte erstmal in die Höhle oben gehen sollen. Aber gut. Schauen wir mal. Ah, machen wir später. Oha, der Junge kann zaubern. Das werden wir dir noch austreiben. Das Beste ist, wir stehen jetzt einfach so da. Jared, Ivan, Mia, Isaac stehen jetzt so da, schauen sich das Ganze so an. So. Ha. Das ist interessant. Cool, was das Monster so drauf hat. Am besten halten wir es nicht davon aus, wenn es jetzt wirklich übertrieben langsam diese Eissäule heraufzaubert, übertrieben langsam hier hochgeht und übertrieben langsam hier runter geht, hier rüber geht. Und jetzt stehen wir wieder... Sag mal, seid ihr behindert? Auf euren Schultern lastet das Schicksal der Welt und ihr seid einfach nur behindert. Okay... Was macht es jetzt? Ist es so eine Art Masturbationsritual? Hey, Kumpel. Hä? Lebende Statue scheint. Okay, wir wollen mal schauen. Ich glaube, ich habe noch keine drei Merkur-Gins hergezeigt, wenn ich mich nicht täusche. Corona, auf geht's. So. Oder habe ich schon drei? Nee, ich glaube nicht. Lullt einen Gegner in den Schlaf. Ich denke nicht, dass ich es hergezeigt habe. Wir haben, denke ich, im letzten Video haben wir ja erst im Wasser-Gin. Oder? Ich glaube schon. Ja, wir werden es herausfinden. Ich werde mich daran erinnern. Dadurch, dass ich jetzt zwei Tage nichts hochgeladen habe, würde ich schon gerne... Oh, hier, Ramses. Einer fehlt noch. Würde ich schon gerne... Okay. Bringe ich den Gedanken zu Ende? Wir werden es nicht wissen. Ich glaube, das ist schon das vierte Mal, dass ich ihn ansetze. Werde ich jetzt die nächsten Folgen ein bisschen länger gestalten, dann vielleicht auch mal wieder eine ganz lange. Also jetzt so 20, 25, 30 Minuten. Man muss ja einen gewissen Ausgleich haben. Und ich möchte das Spiel ja auch mit einem anständigen Tempo voranbringen, von daher. Warte mal. Ostara. Da fehlt noch einer. Esse. Das dauert auch noch. Was hast du denn Feines? Sturmblitz. Sturmblitzattacke. Wenn ich solche Namen sehe, Sturmblitz oder Feuerball, dann möchte ich auch immer einfach Attacke hinten dran setzen, weil es hat sowas Wundervolles von Digimon oder so. Was ist das denn? Eiskristall. Und sofort versiegt die komplette... So funktioniert das nicht, liebes Spiel. Was habe ich denn jetzt Feines bekommen? Kann ich damit... Aktiviert Frost. Das ist praktisch. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer... Mia... Ups. Ah, jetzt. Okay. Jetzt. Okay. Das verstehe ich. Damit haben wir lebensnotwendige Synergien in Itemform, damit wir die nicht unbedingt aus irgendwelchen Gins basteln müssen. So, jetzt schauen wir mal, was sich hier draußen getan hat. Ah, guck mal. Was hast du dazu zu sagen? Ja, absolut nichts. Guck mal, die lassen es unkommentiert. Einer ist schon mal ein bisschen weiter runtergegangen, aber die anderen so, wir ignorieren einfach, was passiert ist, weil wir Drecksäcke sind. Berge von Al... Ah, was haben wir hier? Psy-Kristall. Kann ich hier runter? Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Leute schon in ihre Läden zurückgegangen sind. Zu behindert!
Wir haben genau das, was du brauchst. Willst du mich eigentlich verarschen? Vor allem, ich krieg auch irgendwie nichts dafür, ne? Artefakte. Ich hasse euch. Hasse euch so sehr. Na gut, dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Minenstock. Das Wasser in diesem Bereich ist abgeflossen. Ich frage mich, ob die Löcher in den Minen daran schuld sind. Ich frage mich, ob junge Helden dafür Dank gebühren und ihr mir all euer Geld geben solltet. Ihr Pisser. Aber naja. Da stehe ich wohl alleine da mit der Frage, weil ihr nehmt es als ziemlich selbstverständlich. Was sind denn das für Dildos? Kann ich sie einführen? Ich glaube, Mias Vagina ist nicht groß genug dafür. Okay, kannst du bitte schneller sterben? Denn? Was ist denn Ivan für ein Satanist? Ach du Scheiße, kleiner Emo-Goff-Junge. Ach du Scheiße. Was, warum sind die Minen so groß? Oh mein Gott. Was will dieses Spiel von mir? Prise, Hip-Widerstand des Teams. Okay. Ich glaube, ich sollte mal aufhören mit den ganzen Neptunoid. Das sieht schon so aus, als wird es großartig werden. Ich sollte mal nicht so viel Wert auf die Gins legen. Die brauchen zu lange zum Hochziehen. Eigentlich ist meine Absicht jetzt nur gewesen, noch den Merkur-Gin auf Stufe 3 hoch, mal da herzuzeigen. Mega Sidramon! Attacke, die du auch in der Serie gemacht hast, dessen Namen ich vergessen habe. Aber es sah wirklich ein bisschen aus wie Sidramon. Nur die Tatsache, dass es. What? Ach, Vergiftung. Tja, was kann man da machen? Was kann man da machen, Mia? Ich glaube, ich muss dich sterben lassen. Wundervoll, hier ist nichts. Weißt du was? Weißt du, was wir uns jetzt mal gönnen? Weißt du, was wir uns gönnen? Heilige Feder. Und wer hat es natürlich dabei? Der Feigling Ivan, der kleine Drecksack. Gott, Ivan. Goddammit, Ivan. So. Dann. Oh, ich höre es doch schon pissen. Ich höre es doch schon aus allen Ecken und Enden pissen. Okay, auf der Seite ist es nicht. Kann eigentlich keiner von meinen Helden schwimmen? Also nicht, dass sie jetzt hier in dieser Seuche hier schwimmen wollen. Was ist das denn? Was ist das denn? Na, das war doch mal witzig. Wie nennt sich das? Ist das eine Lore? Das bin ich mir gerade nicht sicher. Mindcard heißt es im Englischen. Lore, oder? Loren-Simulator 2001, 2002. Realistische Loren-Physics. Fantastisch. Okay, das war großartig. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber okay. Auf geht's, verreckt, du Vieh. Okay, warte mal. Wir werden uns jetzt mehr auf unsere normalen Zaubersprüche verlassen. Feuerball. Ich weiß jetzt nicht, was gegen den effektiv ist, aber wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich denke, Wasser klingt ziemlich effektiv, alles in allem. Müsste eigentlich... Wasser sei schon Wind, Blitz, solche Dinge. Also es ist normaler Schaden, Sturmblitz ist normaler Schaden. Nicht etwa Feuer, oder? Eis? Eis ist schwach gegen ihn, dann muss es Feuer sein. Ja, Feuer. Feuer ist sehr effektiv. Okay. Dann machen wir weiter damit. Bombardieren wir mit Feuer und sie macht... Gott, wenn sie nur nützlich wäre. Naja, vielleicht wird sie noch eines Tages nützlich. Kann sie zumindest zwischen den Kämpfen als Heilhure verwenden. Wie bei Pokémon, wenn man VM-Sklaven hatte. Was anderes ist die für mich auch nicht. Die ist nur eine... Wenn die ein Pokémon wäre, dann wäre sie ein Ratzfratz. Oder ein Bibiza. Und ich würde sie nur als... Jetzt kommen die ganzen alten
alten Leute und wissen nicht mehr, was ein Bibiza ist. Gott sei Dank wisst ihr es nicht mehr. Das ist ein absolut grauenvolles Pokémon aus der 4. Generation. Das ist ein Biber, den keiner leihen kann. Ich weiß nicht mal, ob er Bibiza heißt. Ich behaupte es einfach mal. So. Jetzt habe ich aber gar nicht alle Gebiete hiervon gesehen. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt mit meiner Zeit schon ziemlich gut dabei, denke ich. Aber ich will mal nicht so sein. Was ist das denn? Kann ich den verschieben? Kann ich die Kraft wieder auf den Rest? Na, was ist das denn? Im Ernsthaft? Hä? Was? Was kann ich damit machen? Kann ich den so verschieben, wenn ich dagegen drücke? Was ist denn das? Mama! Mama, der Felsen versperrt mir die Truhe! Mama! Na, ich werde es bis zum nächsten Mal herausfinden. Steht ja eh in der Komplettlösung. Heilige Feder lässt nach, nur über meine Leiche. Sehr schön. So. Da rechts war ich. Hier links war ich noch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Hat sich gelohnt. So, hier war ich aber noch nicht links. Also ihr müsst es. Hier gab es, glaube ich, noch eine linke Seite. Oder besser gesagt, ja genau, da war ich noch nicht durch. Aha, aber da konnte ich auch gar nicht durch, weil da das Wasser nicht abgelaufen war. Und jetzt... Ach du Scheiße, es ist viel größer, als ich dachte. Was ist das denn? Heilige Federlistner. Am Arsch. Okay, ich denke, ich mache noch die Höhle hier fertig. Falls ich jemals dahinter komme, hinter ihre Geheimnisse. Wo ist denn die Lore? Also, die geht jetzt gerade nach da. Das wollen wir nicht. Wir wollen es nach... Das ist so eine Scheiße. Nach da haben. Und... Okay. Fast and the Furious, Teil 8. Hab nie einen einzigen Teil von Fast and the Furious gesehen. Weiß nicht. Hat mich nie so gereizt. Wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt. Und lauter Kommentare von wegen Rip Paul Walker. So. Auf geht's. Ich könnte theoretisch auch einfach den ganzen kompletten Kampf hier beschleunigen, nämlich die ganze Zeit. Nee, warte mal. Nee. Weißt du, das ist auch so eine Sache. Kämpfe beschleunigen ist relativ praktisch auch im Emulator, aber wenn ich das mache, wenn ich anfange, die ganzen Kämpfe zu beschleunigen, ich sag's dir, dann stirbt einfach einer, ohne dass ich es merke. Schlafen jetzt schon zwei Leute bei mir? Ernsthaft. Komm. Nee, einfach. Schön einfach. Und Spieleticket bekommen. Gott sei Dank. So. Also hat sich auf jeden Fall schon mal fürs Mimic gelohnt, hier runterzukommen. So, gibt es jetzt auch noch irgendwas Nützliches? Außer die Tatsache, dass meine heilige Feder nachlässt. Ja, holla die Waldfee. Was gibt es denn hier so Feines? Das hat sich gelohnt. Warte mal. In Puzzle-Räumen, habe ich bemerkt, gibt es relativ selten Kämpfe. Sagte ich und mir sprang ein Kampf ins Gesicht. Ein paar Kämpfe können wir noch mitnehmen, das ist jetzt halb so wild. Ich mag diese Animation Dragnarök. Erinnert mich ein bisschen an Lichtschwerter von Yu-Gi-Oh! Lichtschwerter war einer der behindertsten Karten überhaupt im gesamten Spiel. Die Ratte nimmt nicht so viel Schaden, was ist da los? Dreckige Ratte. Hä? Ernsthaft? Also, solche Sachen hasse ich manchmal, wenn du wirklich pixelgenau davor stehen musst. Bevor sich da was tut. Hier links gibt's nichts mehr, okay. Weil das Spiel ich einfach verarschen will. Das Spiel ich hasst. So. Okay, einen haben wir noch, okay. Den killen wir noch. Den nehmen wir auch mit, den Jungen. Den schicken wir noch zur Hölle. Verreckte Krabbe.
können wir uns aber tatsächlich nochmal... Eine heilige Feder gönnen wir uns noch. Weißt du, heute gönnen wir es uns einfach mal. Nicht eine heilige Feder, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf heilige Federn auf einmal. Das nenne ich ein Angebot, da schlage ich zu. Und das Ganze für 19,95, wenn sie innerhalb der nächsten 30 Minuten anrufen. Und dazu gibt es noch einen Capo di Monte Blumentopf obendrauf. Also wenn das nicht ein Angebot ist, dann weiß ich aber auch nicht. So, da will ich dann wahrscheinlich nach rechts. Oder wie ist das? Wahrscheinlich will ich da nach rechts. Und dann will ich... Ja, was will ich eigentlich? Hä? Warte mal, was will ich eigentlich? Ernsthaft? Das wird mir jetzt noch nicht ganz ersichtlich. Ach, dann will ich da wahrscheinlich... Boah, die heilige Feder ist ja nutzlos. Wie scheiße. Gibt's auch irgendwie welche, die ein bisschen stärker sind? Gibt's irgendwas, was stärker ist als eine heilige Feder? Eine im Samenerguss des Papstes getränkte heilige Feder? Oh, diese, das ist so großartig. Diese Tokyo Drift Skills, okay. Das hat nichts mit Tokyo Drift zu tun, ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Ich fühle mich damit ein bisschen cool, wenn ich sowas sag. Okay, dich nehmen wir noch mit, mein kleiner Freund. Das ist nichts Persönliches, aber irgendwie bist du ein ziemlicher Dick. Also, ja, irgendwas müssen wir machen. So, meine liebe Mia. Möchtest du nützlich sein oder möchtest du es nicht sein? Aber nein, die haben doch her. Ich bin eine Frau, was erwartest du? Mit blauen Haaren, ich bin eine besondere Schneeflogge. Flogge. Du solltest meinen Blog auf Tumblr auschecken. Da schreibe ich über... Okay, ich sollte... Oh Gott. Was zum Fick? Ich habe auf Angriff gedrückt, nicht darauf, dass du... Blubberblase in sein Gesicht bläst. So krank. So, dann haben wir das auch noch. Jetzt ist die Frage nur, warte mal, gab es hier noch irgendwas, wo ich weiter runter kann? Oder noch irgendein Gebiet, das jetzt sich neu aufgetan hat dadurch? Jetzt bin ich mir echt gar nicht sicher. Ob sich dadurch jetzt noch irgendwas geändert hat. Weißt du was? Ah, warte mal. Was ist das denn? Weißt du was? Fuck, shit. Wir gehen hier erstmal raus. Und dann... war es das erstmal für die Episode. Und wir sehen uns... in der nächsten Episode. Und ich schaue mich... Ah, da unten geht's auch weiter. Und ich schaue mich hier drin dann noch ein bisschen um. Ein bisschen offscreen. Schau, wie ich an die Kiste komme und den ganzen Schmuh. Bis zum nächsten Mal.